Sie ist mutig, sie ist ehrgeizig, sie will gestalten. Marion Rüwekamp. Ungewöhnlich, sie wechselte vom Konzern in den Mittelstand. Beim Energieversorger EWE packt sie jetzt die Führungskultur an. Sie will mehr Diversität. Dass sie alle Führungspositionen in Teilzeit ausgeschrieben hat, sorgte für Aufmerksamkeit in der HR-Community. Für das Personalmagazin gehört Marion Rüwekamp zu den 40 führenden HR-Köpfen.